Und dann sagte der Sahabi, ja Rasulullah, was ist das für ein komisches Gefühl in mir? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was ist denn los, was für ein Gefühl? Er sagte, ja Rasulullah, es fühlt sich so an, als würden Ameisen über meinen Körper krabbeln. Er sagte, ist das wirklich so? Er sagte, ja. Er sagte, wahrlich, das ist der Tod. Kaum ausgesprochen, der Sahaba fällt um, stirbt. Und das, liebe Geschwister, müsst ihr euch realisieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dass wenn der Tod kommt, es sich anfühlt wie ein Kribbeln von Ameisen über deinen Körper. Die rückt Hitze hoch, die wird heiß. Und dann wirst du benebelt. Was beginnt? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Das ist das, wo ihr nicht entfliehen könnt. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِكَةُ الْمَوْتِ. Jede Seele wird den Tod kosten. Und wenn du dann in diesem Zustand bist, wo dich Hitze bekommt, wo es kribbelt in dir, wo du nicht mehr weißt, links und rechts, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, der Tod schmerzt. Es sind Schmerzen in dir. Du wirst leiden, du wirst yani schwitzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geschwitzt, hatte Fieber, hatte Schmerzen. Er konnte ja kaum aufstehen, er konnte ja noch nicht mal mehr beten. Wenn die Seele deinen Körper verlässt, wird das Schmerzen mit dir bringen und deine Hitze. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Hitze wird immer stärker und du wirst benebelt werden. Und was passiert dann? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilma al-yaqin. Und dann werdet ihr es erfahren. Weil wisst ihr das? Manchmal, liebe Geschwister, haben wir das Gefühl, ist das die Wahrheit? Der Shaitan kommt. Ist das richtig? Existiert Allah wirklich? Ist der Tod Hak? Wer ist von den Verstorbenen zurückgekommen, um mir zu sagen, es ist eine Wahrheit? Manchmal kommt er. Allah sagt, jetzt wirst du sehen, ob es die Wahrheit ist. Und dann, mein Bruder, wird das passieren. Wenn du liegst, du wirst liegen, deine Augen werden verschwommen sein. Du wirst Schmerzen haben, du wirst alles um dich herum verschwommen sehen und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Schleier von deinen Augen entfernen. Die Seele wird springen. Die Seele wird springen, du wirst wie benebelt sein. Du wirst nach links gucken, du wirst nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Alles wird für dich bedrückt sein. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, steigen zwei Engel herab und setzen sich genau vor dein Gesicht. Wenn du liegst, werden sie sich dahin setzen, dass du sie sehen kannst, ob du willst oder nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden so hell sein wie die Sonne. Sie werden strahlen und sie werden in eure Gesichter schauen. Und du wirst liegen, mein Bruder und Schwester. Du wirst da liegen, die zwei Engel werden da sitzen. Du wirst vielleicht deine Mutter hier sehen. Du wirst vielleicht da deinen Vater sehen. Du bist vielleicht im Krankenhaus. Vielleicht liegst du auf der Straße. Vielleicht liegst du in der Shisha-Bar. Vielleicht liegst du in irgendeiner Diskothek. Vielleicht liegst du auf dem Fußballfeld. Vielleicht liegst du in irgendeinem Autounfall. Gott bewahre uns vor üblen Orten. Und die Engel werden vor dir stehen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Gläubige, es werden zwei Engel herabsteigen, weil viele denken Malikul Maut. Mit Malikul Maut zwei Engel. Die werden sich dahin setzen, wo du sie siehst und sie werden dich anstrahlen. Und dann kommt Malikul Maut. Und Malikul Maut, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wird sich an deinen Kopf setzen. In einer friedlichen, schönen Gestalt. Ruhe ist in ihm. Er wird sich an deinem Kopf setzen. Guck mal, es ist egal, ob du in einem Autounfall bist. Es ist egal, ob du zerquetscht in einem Auto, ertrinkst, ob du im Bett liegst oder ob du irgendwo bist. Malikul Maut wird sich an deinen Kopf setzen. Und wenn du gläubig warst, was wird er sprechen? Ja, ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. O du Seele, die Ruhe gefunden hat, kehr zurück zu deinem Herrn in Wohlgefallen und in Frieden. Komm raus, weil die Seele wird Angst haben. Deine Seele, Bruder, wird nicht rauskommen. Wenn du das erste Mal siehst, Engel vor dir, Bruder, glaub mir, was wissen wir von den Geschichten der Propheten? Jedes Mal, wenn sie das erste Mal einen Engel gesehen haben, was haben sie gesprochen? Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Mariam, fürchte dich nicht. Wir sind Engel, herabgesandt von Allah. Und wenn du die dann siehst, wirst du Angst haben, egal ob sie leuchten oder nicht leuchten. Und dann hast du deine Bestätigung, wenn du Zweifel hattest. Ist das die Wahrheit? Ist das nicht die Wahrheit?
Du wirst sie sehen, du wirst sie bezeugen und bestätigen. Und dann kommt Melek el-Maut, sitzt dich an den Kopf und sagt, oh, du Seele, die Ruhe gefunden hat. Komm heraus. Hab keine Angst. Du brauchst keine Angst haben, Abdelhamid. Du hast gelebt für Allah. Du warst in den Moscheen. Du hast die Reihen gefüllt. Du hast dich bedeckt. Du hast deine Lahya. Du hast gefastet. Hab keine Angst. Leute, hab keine Angst. Komm heraus, ruhig. Allah hat gewartet. Komm. Komm raus. Und sie wird schöne Worte zu der Seele sprechen. Und die Seele wird Ruhe finden, wenn ein Engel sagt, wenn Melek el-Maut zu dir sagt, ich sehe doch nicht böse aus. Komm heraus. Allah wartet auf dich zufrieden. Komm raus. Die Engel wird rauskommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie ein Tropfen vom Wasserhahn, ganz friedlich, friedlich, kommt runter. In Ruhe, Melek el-Maut nimmt sie raus. In Ruhe. Sie kommt raus mit den schönsten Wörtern. Nimmt sie raus und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die zwei Engel hinter ihm werden deine Seele nicht eine Sekunde in den Händen von Melek el-Maut lassen. Er wird sie nur rausnehmen. Dann kommen sofort die zwei Engel, zack, nehmen sie mit. Was haben sie mitgenommen von den Himmeln? Leichentücher aus Jannah, Misk aus Jannah. Und sie nehmen deine Seele und packen sie ein. Sie wickeln deine Seele ein, parfümieren sie und gehen hoch durch die Himmel. Durch den ersten Himmel, zweiten Himmel, dritten Himmel, vierten Himmel, fünften Himmel, sechsten Himmel, siebten Himmel. Und die Engel werden sehen und sagen, was ist das für eine schöne Seele, die du da hochbringst? Wessen Seele ist das? Und die Engel werden dann sagen, das ist die Seele von Abdelhamid. Das ist die Seele von Mohammed. Das ist die Seele von Yusuf. Das ist die Seele von Azdin. Und dann werden sie singen, Allahu Akbar, was eine schöne Seele. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, werden die Engel mit den schönsten Namen nach dieser Seele rufen. Wenn du es geliebt hast, genannt zu werden, wir nehmen mal einen Namen von uns. Njigo. Oh, guck dir mal den Njigo an. Weil du diesen Namen geliebt hast. Allah schenkt dir das. Allah schenkt dir das. Als Geschenk von den Engeln für dich. Sie werden dich mit den schönsten Namen rufen. Die werden sagen, dieser Schönling, dieser Hübschling, dieser Allahumma Barik. Guck mal, wie breit er ist. Guck mal, wie schön der ist. Und die Seele geht immer höher und höher und höher und höher. Und du wirst das riechen und mitbekommen. Und du wirst das riechen und mitbekommen. Und sie werden die Komplimente geben. Und an jeder Tür werden die zwei Engel klopfen. Und der Ridwan, der die Türen yani, bewacht, er wird dann sprechen, wessen Seele ist das, die ihr mitnimmt? Und dann werden sie sagen, das ist die Seele von Filan. Dann wird er sagen, okay, wir machen auf. Dann fliegst du durch den Himmel. Und beim siebten Himmel angekommen, du fliegst durch den ersten, zweiten, deine Seele, guck mal, du bist unten. Dein Körper ist unten. Du weißt nicht im Moment, was mit deinem Körper passiert. Deine Mutter wird, guck mal, liebe Brüder, ich bin nicht hier, um zu entertainen oder einen schönen Tag zu verbringen. Das ist die Wahrheit. Du wirst sterben. Deine Seele wird rausgehen. Deine Mutter wird an deinen Körper weinen. Oder du wirst an den Körper von deiner Mutter weinen. Oder du wirst um deine Kinder weinen oder deine Kinder werden um dich weinen. Und jeden wird das erwarten. Entweder werde ich meine Mutter begraben oder meine Mutter begräbt mich. Und wir werden beide an den toten Körper des Verstorbenen weinen. Und deine Seele wird hochfliegen. Durch den ersten, durch den zweiten, unten werden sie weinen. Oben wirst du lachen mit der Seele. Bis du zum siebten Himmel angekommen bist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Schreibt das Buch dieser Seele in den Illion und bringt die Seele wieder zurück in die Erde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, schreibt sein Buch in den Illion, in den Guten. Bringt sie zurück. Unten, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn sie dann deine Janaza waschen, wenn du dann die Janaza waschst, wir haben alle, denke ich mal, die meisten von uns eine Janaza gesehen und jetzt wisst ihr, wie das funktionieren wird. Die Janaza wird gewaschen, die Seele ist noch oben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bringt die Seele nach unten, denn aus Erde habe ich Bani Adam erschaffen und aus Erde werde ich ihn wieder zurückholen. Und wenn die dann unten fertig sind mit Waschen und deinen Körper eingewickelt haben, bringen die zwei Engel deinen Körper wieder zurück. Wo wird die Seele sein? Sie bringen deine Seele zwischen Brustkorb und Leichentuch. Dazwischen. Dazwischen wird deine Seele sein. Zwischen Brustkorb, außerhalb und Leichentuch. Da wird deine Seele sein. Und dann
lässt dich Allah subhanahu wa ta'ala hören, was die Menschen über dich sagen werden und wie sie um dich weinen werden. Wer hat schon mal alle eine Janaza gewaschen? Oder habt ihr schon mal eine Janaza gesehen? In dem Moment, als du da warst, als du deine Oma tot gesehen hast, als du deine Mutter tot gesehen hast, deinen Bruder tot gesehen hast, deinen Vater, deine Mutter, deinen Bruder, deine Schwester tot gesehen hast, musst du wissen, Allah hat ihm das Gehör gegeben, um zu hören, wie er um ihn weint und wie er um ihn spricht. Und du wirst das hören. Du wirst deine Mutter weinen hören, Bruder. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala will dir zeigen, mein Diener, das ist die Wahrheit. Ich habe dir das gesagt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören nicht. Meine Mutter, deine Mutter gehört dir nicht, Bruder. Deine Mutter gehört dir nicht. Deine Schwester, dein Vater, deine Kinder gehören dir nicht. Du gehörst Allah. Allah hat dich nur gelassen. Hier, let's think. Mach, was du machen willst. Du wirst wieder zu mir zurückkommen. Und du wirst hören, wie deine Mutter um dich weinen wird. Und du wirst sagen, ja, Ibn Tio, mein Sohn, hätte Allah mich genommen. Oder du wirst um deine Mutter weinen. Ja, Allah, warum meine Mutter? Warum nicht mich? Und die Seele wird es hören. Und dann wird Janaza auf sie gebetet. Dann wird Janaza auf sie gebetet. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Janaza gebetet worden ist, werden sie gebracht zum Grab. Sie werden gebracht zum Grab. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du im Grab dann bist, wenn du im Grab bist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wirst du hören können, die Menschen, die über der Erde sind, bis der Letzte geht. Wenn der Letzte geht, wirst du nicht mehr hören können. Und wenn der Letzte gegangen ist und jeder wird gehen, egal ob es deine Mutter ist, deine Mutter wird sowieso nicht auf dem Friedhof sein. Die bleibt zu Hause. Sie kann gar nicht mit auf dem Friedhof. Dein Vater wird dich verlassen. Dein Sohn, wofür ich sterben würde, ohne nachzudenken. Wenn einer sagt, du, Sohn, nimm mich, was fragst du mich? Der wird auch gehen. Ich werde gehen, wenn er stirbt. Ich werde ihn auch nur begraben können und gehen müssen. Ich kann nicht mit ihm begraben werden. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, werden zwei Engel kommen und sie werden dich auf, die Seele geht dann wieder in deinen Körper rein. Wenn du begraben bist, der Mensch geht, die Seele geht wieder in den Körper rein. Und dann bist du im Grab, Barzach. Und dann setzen sie sich aufrecht. Die werden sich aufrecht sitzen. Das Erste, was passiert, erstmal bevor sie dich aufrecht sitzen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner ist davor bewahrt. Keiner. Der Grab wird jeden zerquetschen. Der Grab wird jeden zerquetschen. Ibn Qayyim rahimullah sagte, für den Muslim, für den Mukmin, wird sich das anfühlen wie eine Mutter, die sehr, sehr lange ihr Kind nicht mehr gesehen hat. Und wenn es so drückt, so wird sich das anfühlen. Und für die Leugner der Wahrheit wird sich das anfühlen und es wird auch so sein, dass ihre Rippen aneinander gebrochen werden. Sie werden sich berühren. Und dann werden die zwei Engel kommen und sie werden dich aufrecht setzen. Und du wirst sehen. Und dann wirst du sagen, hey, warte mal, ich kenne doch diese zwei Engel. Nankir und Munkar. Und dann werden sie dich fragen, Mea Rabbuk. Die werden nicht sagen, Assalamu alaikum, wie geht's dir, alles gut bei dir? Sagen, Mea Rabbuk. Du sagst, wartet. Mea Rabbuk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mukmin wird sprechen, Allah. Der danach gelebt hat, Mea Rabbuk. Allah. Wa Mea Dinuk. Al-Islam. Wer ist dein Prophet? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn der Gläubige, Allahumma ja'alna, möge Allah uns zu ihnen machen. Wenn wir diese Antworten gegeben haben, inshallah, ja Rabb, weil es wird sie nur antworten, der gelebt hat. Wer nicht gelebt hat, wird sie nicht antworten können. Dann sagt der Prophet, eine Stimme wird von dem Himmel ertönt. Eine Stimme von dem Himmel wird sprechen, Sadaqt,
Mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. Bereitet ihm das Paradies vor. Kleidet ihm aus dem Paradies und öffnet ihm ein Tor des Paradieses. Und dann wird ein Mann kommen. Mit dem schönsten Gesicht, welches du je gesehen hast. Mit den schönsten Klamotten und reinsten Klamotten und Duft, den du je gesehen und gehört hast. Und dann wird er zu dir sprechen im Grab. Dir ist eine frohe Botschaft mitgeteilt worden. Von dem, was dich erfreut. Dein Herr hat dir eine frohe Botschaft gegeben. Das ist dein versprochener Tag. ذلك اليوم الوعيد. Wir werden fragen, wer bist du? Wir werden fragen, wer bist du? Dein Gesicht zeigt nur Gutes. Du, wie du gerade immer... Guck mal, Geschwister, ihr müsst euch eine Sache vorstellen. Wir werden immer angelogen. Dunja ist nicht vergänglich, nicht vergänglich, nicht vergänglich. Wir werden für immer leben. Kauf dir Auto, mach dir Kredit, mach dir dies, mach dir das, mach dir dies, mach dir das. Wir werden für immer leben. Der Shaitan kommt im Kredit, du zahlst es ab, du machst Tauber, du wirst so sterben, alles gut. Nein, hier ist eine Uhr, die schlägt. Heute seid ihr hier, um meinen Vortrag zu hören. Es kann sein, morgen werdet ihr meine Janaza hier beten. Es kann sein, ich habe dir jetzt ein Geschenk gegeben, morgen werde ich auf dich Al-Fatiha lesen. Möge Allah uns davor bewahren, wie der Prophet, sein Sohn, 1,5 Jahre hat er begraben. Bruder, 1,5 Jahre, Ibrahim, mit 1,5 Jahren hat er ihn begraben. Rasulullah hat geweint. Viele sagen, Propheten, der hat geweint und geweint und geweint. Abdurrahman ibn Auf fragt, der Rasulullah, du weinst so viel? Du bist doch ein Prophet, warum weinst du so viel? Er sagt, ja, Abdurrahman, wie soll ich nicht weinen? Ich habe ein Stück von meinem Herzen begraben. Natürlich weine ich. Und dieser schöne Mann wird kommen und wir sagen, dein Gesicht hat nur Gutes. Du bist in meinem Grab gekommen, du hast nur Gutes für mich. Wer bist du? Und dann wird er sagen, ich bin deine rechtschaffene Taten. Ich bin deine rechtschaffene Taten, ja, Abdelhamid. Ich bin das, was du gemacht hast. Allah hat mich als Mann erschaffen, als Geschöpf erschaffen. Ich bin hier, um dir zu sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Gutes gegeben. Was denkst du, was werden wir sprechen? Weißt du, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Wenn du diese frohe Botschaft bekommen hast, dann wir sagen, ja Rabb, lass die Stunde eintreffen. Schneller! Mach schneller, mein Herr. Deswegen sagt ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn der Mukmin getragen wird zum Grab, habt ihr gesehen, dass man sich beeilen muss? Man muss ja förmlich rennen zum Grab. Warum? Weil er sagt, Qaddimuni, mach schneller, mach schneller. Ey, es wartet auf mich nur Gutes. Ich wusste, ich treffe mich mit Allah an diesem Tag. Macht schneller, bitte. Und der Leugner der Wahrheit wird sprechen, mach langsam, bitte langsam. Ich bin nicht vorbereitet. Bitte, bitte, auf mich wartet nichts Gutes. Rasulullah, wenn er gefragt wird, mehr Rabbuk, wird er sagen, er wird stottern. Wenn dein Vater dich erwischt hat bei Unsinn und fragt, warum hast du das gemacht? Du stotterst aus Angst, aus Panik. Baba, warte, Baba. Er wird stottern im Grab. Mehr Rabbuk, ich weiß nicht, la adri. Mehr Rabbiuk, la adri, ich weiß nicht. Wa mehr Dinuk, ich weiß nicht. Allah subhanahu wa ta'ala spricht, du hast die Lüge, du hast gelogen. Nimm diese Seele, kleidet ihn mit Kleidung von Jahannam, parfümt ihn mit Parfüm von Jahannam. Und dann Kira Munkar werden bei jeder Antwort schlagen, bam, auf den Kopf. Du hast gelogen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, würden sie mit ihrer Stange nur einen Berg berühren, es würde zerbröseln. Auf den Kopf geschlagen, bam, du hast gelogen. Deswegen, als Nabi Ibrahim a.s. den Todesengel traf, er hat Malik al-Maut gesehen und er sagte, ja, Malik al-Maut, zeig dich bitte für mich, wie du den Gläubigen erscheinst. Wenn du die Seele eines Gläubigen nimmst, wenn sein Tod gekommen ist, zeig dich bitte, ich will mal sehen, wie sie dich sehen. Und Malik al-Maut hat sich als einen schönen Mann gezeigt, jung, schön angezogen, wohlriechend. Nabi Ibrahim sagt, schönes Gesicht. Und dann sagt Nabi Ibrahim, Wallahi, wenn ich nicht wüsste, dass ihnen was Besseres erwartet als das, hätte ich gesagt, das ist genug. Dein Gesicht ist genug, nur das zu sehen. Aber ich weiß, auf sie wartet Besseres. Und dann sagt Nabi Ibrahim, ja, Malik al-Maut, zeig dich bitte, wie du die Seele der Leugner nimmst. Zeig dich uns, ich will das sehen.
Melek el-Maut sagt, ja Ibrahim, das wirst du nicht ertragen können. Ibrahim, du wirst das nicht ertragen können, wenn du mich so siehst. Sagte bitte, Ibrahim, du wirst das nicht ertragen können, das wirst du nicht aushalten können, wenn du mich siehst, wie ich die Seele nehme von ihnen. Sag, ich bitte dich, zeig. Sagt Ibrahim, eine dunkle, große Gestalt. Die Füße dieser Gestalt ragt in der Erde rein. Reingebohrt sind seine Füße. Sein Kopf ragt nach oben, stinkt. Angsteinflößendes, sagt Ibrahim, noch nie habe ich sowas Angsteinflößendes gesehen. Unter jedem Haar seines Körpers ist Feuer und Flamme. Und Nabi Ibrahim sagte, Wallahi, hätte ich nicht gewusst, dass das, was auf sie wartet, noch schlimmer ist, hätte ich gesagt, das reicht. Dieses Gesicht, dieses Erscheinungsbild, wie du die Seele nimmst, reicht. Jetzt weißt du, wie Melek el-Maut aussehen wird. Entweder schön oder so. Entweder schön oder so. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, scharfsinnig ist derjenige, schlau ist derjenige, der sich selbst kritisch betrachtet und nach dem strebt, was nach seinem Tod ihm nützt. Und schwachsinnig. Wisst ihr, was schwachsinnig heißt? In unseren Worten? Dumm. Schwachsinnig ist derjenige, der Sklave seiner Lust und Begierden und von Allah nur die Erfüllung seiner Wünsche erbittet. Und Wallahi, ich schwöre bei Allah, ich habe mich in diesem Hadith wiedergefunden. Wallahi, wenn ich Allah nur um etwas bitte, bitte ich ihn nur um, ja Allah, gib mir dieses Auto, ja Allah, gib mir bitte dieses Geld, ja Allah, bitte gib mir diese Frau, ja Allah, bitte gib mir diese Tasche, ja Allah, gib mir diesen Job, ja Allah, bitte lass das klappen, es geht nur um mich. Ich. Aber nie haben wir gebeten, ja Allah, vergib mir. Ja Allah, mach mir die Türen zum Guten auf. Ja Allah, bitte. Mach mich zu einem guten Muslim. Ja Allah, mach mir die Bedeckung leicht. Ja Allah, mach mir den Koran leicht. Ja Allah, mach mir die Sunna leicht. Ja Allah, lass mich meine Mutter lieben, so dass du zufrieden bist. Ja Allah, beschütze meine Mutter. Ja Allah, lass mich meine Mutter Paradies. Ja Allah, gib meine Mutter Nur an den Nur an Yawm al-Qiyamah. Ja Allah, bitte beschütze meinen Vater für jeden Schmerz, den er hatte. Mit dem krummen Rücken, der für uns gearbeitet hat. Ja Allah, bitte gib meinen Eltern Firdaus al-A'la, ein Haus neben mir im Paradies. Ja Allah, gib mir gesunde Kinder. Ja Allah, lass mich dich zufriedenstellen. Ja Allah, sei zufrieden mit mir. Solche Bittgebete kennen wir nicht. Nur Allah, gib mir. Nicht einmal sagen, ja Allah, ich danke dir, dass du mich zu einem Muslim gemacht hast, dass du mir ein gesundes, gutes Leben gibst. Mein Leben gehört dir, ja Allah. Da gibt's nicht. Nur ich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Füße, die Seele geht aus den Füßen raus. Wenn du stirbst, das müssen wir noch erwähnen. Wenn dieser Moment gekommen ist, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, sie geht aus den Füßen raus und die Füße sterben aus. Sie sind tot. Du kannst sie nicht mehr bewegen. Sie gehen hoch zu den Beinen, du kannst sie nicht mehr bewegen. Sie sterben. Sie kommen hoch zur Brust und das ist dein letzter Atem. Und du wirst schwer atmen. Und dann kommt sie hoch zur Kehle und ab da ist vorbei mit dir, mein Bruder. Wenn sie die Kehle erreicht hat, Assalamu alaikum. Wir können auf der Erde so viel Fatiha, so viel Maulid machen und Maulid ist dies und Maulid ist das und wir werden die belügen. Ja, Maulid ist kein Problem, machen wir, alles ist gut. Fatiha lesen ist kein Problem, Sadaqa. Nur Allah und du werden wissen unter der Erde, was passiert. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah spricht, wird ins Paradies eintreten. Aber wer hat dir versprochen oder wer hat dir die Sicherheit gegeben, dass du la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah beim Sterben sagen wirst? Keiner, Wallahi, keiner. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und damit werden wir beenden in Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, Wallah, es ist nicht die Armut, die ich für euch fürchte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das zu dir gesagt. Er hat das auch zu dir gesagt. Und auch zu mir und zu dir und zu den Schwestern da oben. Ich befürchte nicht für euch die Armut, Wallah. Worüber ich mir Sorgen mache bei euch ist, dass sich die Welt für euch öffnet. Dass Allah für euch die Dunya leicht macht. So wie es für die Leute vor euch leicht gemacht worden ist. Und ihr werdet dann anfangen, danach zu streben.
genauso wie es die Leute vor euch gemacht haben. Und es wird euch zerstören, wie es die Leute zerstört hat vor euch. Ist das nicht so? Wie sind unsere Eltern hier hingekommen? Wir haben hier Marokkaner, Türken, Araber, Kurden, Algerier, Mazedonier, Roma, alles haben wir hier. Handler, eine Umma. Wie sind unsere Eltern hier hingekommen? Mit nichts. Sie kannten keinen, sie haben ihre Familie nach hinten gelassen. Was haben sie gemacht? Sie wollten das Beste von der Dunja für ihre Nachkommenschaft. Und dann ging es nur um Dunja, 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 Dunja. Jetzt, wo sie alt sind, ja Rab, eine Hatsch. Ja Rab, eine Hatsch. Weil sie zu sehr mit Dunja für ihre Kinder beschäftigt waren, damit wir sie haben. Wir haben sie bekommen. Möge Allah unseren Eltern Firdaus geben. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Dunja, 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 Dunja. Für was? Für was? Haben wir nicht alle die Nase voll? Bruder, wer geht gut schlafen? Erst im Ramadan gehen wir gut schlafen. Wallah. Ich hungere den ganzen Tag. Ich habe Kopfschmerzen. Ich trinke Wasser, ich trinke Brot, ich gehe schlafen. Behalte diesen Zustand bei. Auf einmal interessiert dich kein Auto, keine Uhr, keine Klamotten, keine Rapper, nix. Warum interessieren uns dann nicht mehr die Rapper und die Musik? Warum interessieren uns dann nicht mehr die Sünden? Warum interessiert uns nicht mehr die Dunja? Für was seid ihr gekommen? Kriegt ihr Geld hier? Habt ihr was davon von der Dunja? Ihr macht für eure Achira, euch geht's gut. Und wir machen immer wieder dieselben Fehler. Deswegen Amel Hajj, der Vorstand, bitte, Wallahi, ich werde euch ins Paradies schubsen. Schwöre bei Allah, wenn sein muss, ich schubse euch ins Paradies. Bitte, Amel Hajj, geht durch die Reihen, sammelt wieder ein. Wir müssen für unseren Grab arbeiten. Wir müssen für unser Gender arbeiten. Wir müssen spenden für unsere Sünden. Wir müssen arbeiten für unsere Taten. Bitte, Bruder, da hinten mit der gelben Weste. Da hinten noch ein Bruder. Sammelt zwischen den Brüdern ein, zwischen den Schwestern. Gebt aus. Wallahi, yawm al-qiyam, und am Grab werdet ihr das wiedersehen. Der Bruder ist zu langsam, beeil dich.